Zu einer etwas ungewöhnlichen Uhrzeit befinden wir uns heute hier in Biebrich zum Spitzenspiel der Kreisliga B Wiesbaden zwischen dem SV Biebrich 19 und dem FC Wiesbaden 62. Für die Gastgeber zählt heute nur ein Sieg, um den Kontakt zur Spitze nicht zu verlieren, während die Gäste ihrerseits mit einem Sieg den Vorsprung ausbauen könnten. Von Beginn an spielten die Teams munter nach vorne, sodass früh erste Torchancen zustande kamen. Der erste echte Höhepunkt entstand dann nach 20 Minuten, als Dennis Ilsemann einen Freistoß direkt ins Tor der Gäste verwandelte. 62-Keeper Tolga Yildiz sah dabei alles andere als gut aus. Die Gäste erkämpften sich in der Folge Feldvorteile und hatten durch Omar Muminovic die Chance zum Ausgleich. Auch die Hausherren drückten weiter und hatten ihrerseits durch Florian Schmidt die Gelegenheit zum Torerfolg. In der 40. Minute war es dann eine sehenswerte Flanke von Muminovic, die den Ausgleich einleitete. Jasmin Gugic verwertete diese per Kopf zum 1:1. Kurz nach Wiederbeginn sorgte ein verlängerter Einwurf für Unordnung im Biebricher Strafraum. Er setzte die Nutze dies eiskalt aus und traf zum 2:1. Das Spiel war danach hauptsächlich vom Kampf bestimmt. Muminovic vergab noch die Chance zum 3:1. Auf der Gegenseite hat Ilsemann nach einer Flanke aus dem Mittelfeld nochmal die Gelegenheit zum Ausgleich. Unterm Strich blieb es beim knappen Sieg der Gäste, die damit den Gegner auf 9 Punkte distanzieren können. Biebrich-Trainer Di Lorenzo hat das Ziel Aufstieg jedoch noch nicht abgeschrieben. Es kann alles passieren. Also die Hoffnung stirbt eigentlich zuletzt. Und da entsprechend werde ich das auch meiner Mannschaft so weitergeben. Und wir werden, wie gesagt, versuchen, unsere Spiele so weit wie möglich zu gewinnen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Am Ende fragt keiner, wie habt ihr gespielt? Nur das Ergebnis zählt. Wir haben 2:1 gewonnen, das ist wichtig. Und ich sag mal so, Tabellenzweiter. Wir haben uns einiges vorgenommen. Ja, und ich bin stolz auf meine Mannschaft, würde ich mal sagen.